Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. Gesundheit Magilo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir Phoenix erledigt. Ich merke gerade, ich habe eine Dings hier. Können wir mal direkt abholen. Und ja, hat sich wieder. In der letzten Folge haben wir Phoenix besiegt und ja, mal besiegt, habe ich jetzt dreimal gesagt, egal. Und ja, wir machen weiter in dem Special Dungeon. Ja, ich gehe mal rein, sonst erkältet sich Magilo noch. Ja, wir sind glaube ich in der fünften Stufe oder fünften, was auch immer, wie man das nennt. Und ja, ich habe zwischendurch wieder ein paar Sachen offscreen gemacht und zwar Bams. Jeder Charakter ist auf Level 200. Das hat überhaupt nicht lange gedauert. Ich habe immer den ersten Boss hier bekämpft von diesen Ex-Dungeon. Und ja, Drachentöter, das habe ich irgendwo gefunden, in der Ruhe hier. Und ich habe das so gemacht. Ich habe Velvet genommen und habe ihr alle möglichen Sachen ausgerüstet, die ja hier zum Beispiel Erfahrungspunkte bei den Sieg über Drachen erhöhen. Und dann habe ich so bei jedem Kampf, wenn ich den mit Velvet geschafft habe, der war wieder anders, egal. Jedenfalls habe ich da irgendwas mit 100% mehr Erfahrungspunkte oder so bekommen und ja, dadurch habe ich so 200.000 Erfahrungspunkte bekommen, jedes Mal, wenn ich mit Velvet den Gegner erledigt habe und so nach 2-3 Kämpfen immer. Hat jeder ein Level abbekommen. Hat jetzt nicht so lange gedauert, finde ich. Und ja, jetzt sind wir alle Level 200. Und hoffentlich bringt's das. Gut, nächster Schritt. Wir werden ein bisschen unsere Charaktere noch weiter aufpumpen. Und zwar mit den ganzen Kräutern, die wir hier haben. Die werden wir jetzt auch mal endlich einsetzen. Damit wir hoffentlich nicht mehr so viele Probleme bekommen. So, ich habe bei jedem Charakter übrigens die Klamotten einmal abgenommen, um zu gucken, wie hoch welcher Wert am höchsten ist bei jedem Charakter. Also weil nicht bei Eisen wäre zum Beispiel der höchste Wert Fokus, bei Velvet und Roko war das ein bisschen komplizierter. Velvet hat keinen einzigen Wert, bei dem sie am höchsten ist, und Roko hat die meisten KP und Verteidigung, deswegen ja ist Velvet als einzige hier mit einem Wert hier unten durch. Okay, dafür ist er die meisten Art Verteidigung, Magilo hat die meiste Art Angriffskraft und Elnor hat den höchsten Angriff. Und wir werden jetzt so machen, dass wir jeden Wert hier nochmal ein bisschen weiter hoch pushen. Weil ich habe gedacht, vielleicht tue ich mit einigen Charakteren hier, bei einigen Werten, das Maximum erreichen auf Level 200, aber das Maximum ist 1999 und wir sind alle weit davon entfernt. Also ja, erstmal tun wir die offensichtlichen Sachen machen, und zwar Lavendel, das ist Angriff. Ich glaube, das sieht man auch hier am besten, ja. Guckt sich da einer an. Eleanor hat von Natur aus die höchste Angriffskraft, also geben wir ihr noch mehr Angriffskraft. Hätte ich eigentlich so auch nachgucken können. Statt die ganzen Sachen abzunehmen. Okay. Ich mal noch weiter aufpushen. So um 30 Dinge hat sich das, glaube ich, erhöht jetzt, ne? Und dann haben wir noch rote Klamotten hier. Die tun ja noch mal ein bisschen hier die Werte erhöhen. Und wo ist auch am zweithöchsten, mein Gott. So, 433. Ja, 40 Werte, das ist ganz schön hoch. Gut, das nächste ist Art Angriff. Dann müsste Magilo 419. Boom. Boom. Wo haben wir hier? Muss man hin, ja. Das merke ich nur in Abmerken. So, 419. Bis ja so 70 Dinger, 60 Dinger hochgegangen. Lohnt sich ja hoffentlich schon, ne? So, Art Verteidigung. Mr. Love ist set auf 433, sind ganz schön hoch die Werte, ne? Jetzt gehen sie noch höher, boah. Will ich mich hier nicht irgendwie missklicken und irgendwie ein Kraut aus Versehen verschwenden. Deswegen gucke ich hier ein bisschen vorsichtiger nach. So, Fokus. SG Regeneration, okay. Ja, 345, na 400, 401. Hier kann man wunderbar sehen, wer die meisten Werte hat. Mit sparen können die irgendwann mal alle hier zu strippen, um nachzugucken, welcher Wert am höchsten ist. So, jetzt kommen wir hier bei Rokoro und Velvet. Das ist für KP. Da hat Rokoro 500 KP mehr als Velvet.
Dann gehen wir auf Verteidigung. Nadroko auch mehr als Velvet. Also Velvet hat keinen einzigen Wert, an dem sie am höchsten ist. Deswegen tun wir ihr einen Gefallen und geben ihr die KP-Dinger. Allein schon wegen ihren Seelenbrecher. Ja, aber erstmal geben wir dir Verteidigung, damit du wieder mit einem Schlag hier verreckst, ne? Also läuft das mit mit Roko die ganze Zeit. Ja, die höchste Verteidigung geht aber trotzdem mit einem Schlag mal down. Ja, maximal KP. Hoffentlich lohnt sich das. Mit sich den Wert gemerkt. Oh, sie wird bei den ungeraden Dingen landen, oder? Nö. Ja, sie 7925 AP. Wegen ihren Seelenbrecher, der ja AP abzieht, wird hoffentlich eine gute Wahl sein. So, ich habe nur einen einzigen Titel aufs Game bekommen, und zwar Vara Lafisette, nämlich ihn 500 Mal gesteuert habe. Der einzige Charakter, bei dem diese Art von Titeln auf fehlt, ist Eisen. Da wird eine Weile dauern, deswegen werde ich jetzt die ganze Zeit mit ihm immer eher die Kämpfe starten. Ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein. Habe ich jetzt noch auf Dings? Ja, auf Chaos habe ich eingestellt. Ich will auf leicht immer machen, wenn ich trainiere. Ja, dann kriegen wir mehr Erfahrungspunkte. Okay, 5. Ebene. Werden wir ja hoffentlich heute noch schaffen. Kammer. Kammer, nicht Ebene. Mein Mikrofon schlägt irgendwie sehr weit aus. Ich hoffe, das ist jetzt nicht eine Aufnahme so sehr zu hören. Ach ja, ich habe die Gegner hier alle ihrer Ausrüstung beraubt. Habe alles Sachen bekommen, die irgendwie namenlos heißen. Ja, namenlose Anhänger, Gürtel, Talisman, Stiefel und bei den Sachen ist irgendwie komisch. Die geben alle nur einen Wert hoch, aber dafür auch richtig. Ja, zum Beispiel hier namenlose Anhänger 410 Art Angriffskraft. All die namenlosen Dinger hier. Aber hier habe ich jetzt nicht so was ausgerüstet, weil ich habe irgendwie in der Truhe hier noch was gefunden. Da müssen wir natürlich noch lernen. Also wenn ich irgendwas anderes hier noch ausgerüstet habe, außer namenlose Sachen, dann liegt das meistens daran, weil ich da irgendwo in der Truhe hier gefunden habe und ich ja den Skill halt lernen will, ne? Aber geplant, einige Dinger davon schon irgendwie aufzuwerten, aber na, kriege ich irgendwie in der nächsten Kammer wieder irgendwie stärkere Sachen und dann kann ich die wieder neu ausrüsten und dann kann ich die hochballern und so. Ja, ich warte lieber, bis ich die stärksten Sachen von allen ab, bevor ich hier irgendwann aufwerte. Vielleicht habe ich ja schon als Stärkste, weiß man ja nicht, ne? So, die Gegner natürlich gekonnt hier ignorieren, weil wir werden ja so oder so gleich noch Gegner hier sehen. Ich muss jetzt erstmal den Cut suchen. In dem Gebiet hier war ich schon, einfach nur um mehr Training zu erleichtern, aber ich habe noch nicht Fortschritt hier gemacht. Also nicht, ob das irgendwas gebracht hätte, wenn ich hier schon was gemacht hätte. Ja, wo könnte der Cut sein? Er wird mir wieder hier ein bisschen erleichtern, wo ich gleich hin muss und wo ich die Dinger hier finde, diese schwarzen Stachelwolken oder so immer ist. Also nebenbei sind die Gegner hier nervig. Ups, da bin ich aus Versehen reingelaufen, gefahren. Hätte vielleicht irgendwie schon offscreen nachgucken sollen, wo die Katz hier ist, aber ja, so. Ich dachte, ich habe mal Rezept gefunden. Habe ich noch mal eine Aufnahme hier geschaut. Hier ist noch 7 Truhen. Öffnen wir natürlich alle, könnt ja irgendwann. Hallo, spezielles Miso allerlei. Das gucke ich mir jetzt nicht an. Mit ein neues Rezept sein, fertig. Oh, du hast dich hier drin versteckt. Ach, da bist du ja. Ja, gib mir mal alle deine Sachen. Ich habe genug gesehen. Ich habe 3800. Gar nicht, warum ich so viel ab. Okay, vom Grinden halt, ne? Und wieder bin ich mal in diesen Seelenraum hier die ganze Zeit gelandet. Die Seelen natürlich eingesammelt. So. Ich würde vielleicht noch gerne die Truhen einsammeln, weil kann sein, dass ich vielleicht, wenn in eine, ich dachte jetzt hier wäre eine, in eine Truhe mindestens immer, wenn ein neues spezielles Rezept ist, dann habe ich bestimmt schon einige verpasst. Wenn ich dann sicher gehen, ob ich die am Ende des Spiels auch habe. Wenigen Elf-Schuhe, die sind schon veraltet, brauche ich nicht.
Hier dieses Upp. Geh weg. Müsste mich reingefahren, wo es getötet. Genauso läuft das. Wollte nur irgendwie Versicherungen hier irgendwie abkassieren. Sanduhr. Haben wir, glaube ich, noch nie benutzt. Kann man ja auch mal machen. Oh, ist egal. Gehen wir jetzt einfach weiter. Egal, ob ich jetzt ein Rezept oder so. Warte mal, Strategie. Aggressiv sein. Ja, habe ich alles wieder eingestellt. Aber wenn ich den Boss immer hier gemacht habe, dann habe ich die Strategie der anderen Charaktere abgestellt, damit ich mal den garantiert letzten Hit bekomme. Und ich habe mir angewöhnt, am Anfang der Kämpfe einfach alles zu geben, weil wir haben ja irgendwie so Effekte, die uns unbesiegbar machen. Am Anfang des Kampfes, so für 7 Sekunden oder so. Das sollte man vielleicht ausnutzen am Anfang des Kampfes, ne? Ich glaube, die haben uns immer noch angegriffen und immer noch keinen Schaden gemacht. Irgendwie scheinen die 7 Sekunden sehr lang zu sein. Hab ich aufgefressen. So. Jeder hat noch voll AP, ne? Mal gelobt, ich gar nicht in der Truppe. Ah. War ich eigentlich. Zaubern ja noch die ganze Zeit. Du, ne? Auf damit. Die ganze Zeit abzucken, aber ich krieg den nicht. Hallo? Ja, okay, ist gut. Wir sind aber 200, wir müssten die eigentlich alle wegfegen. Da sieht man ja, ich habe immer noch Probleme. Level bringt gar nichts, habe ich das Gefühl. Komm her, ich brauche eine Seele. Boom. Ich bin sofort verbraucht, ey. Ich bin auch allergrößte. Ich hoffe natürlich, das ist nicht irgendwie eine prozentuale Zahl, die irgendwie runtergeht, wenn ich ihren Seelenbrecher einsetze. Dann bringen wir irgendwie erhöhte KP gar nichts. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Wo ist er das? Gut, ja mal einwechseln. Mann, hier geblieben. Spinne, was jetzt die meisten sagen, ist los, hau die kaputt. Boom. Schon wieder sehen wir von. Hier mal zwei, habe ich so ein Gefühl. Ja, die Kämpfe werden lange dauern, habe ich so ein Gefühl. Weil noch weiter beschleunigen kann ich nicht. Ich habe ja schon alles auf Optimoptia. Die ganzen geilen Titel und so ausgerüstet. Einzige, was ich noch machen könnte, ist hier meine Charaktere aufwerten. Ich habe nur 2 Dinger, okay, cool. Sehr schön, nur 2 Dinger, das ist ja einfach. Die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt noch ein bisschen stärker werden kann, ist, indem ich halt Dingens hier. Ja, meine Ausrüstung aufwerte, aber das mache ich erst, wenn ich meine Maximum Ausrüstung ab. Ich glaube, dann ist es auch nicht mehr so wichtig. Dann habe ich schon fast alles. Gibt es ja eigentlich wieder hier so Teufelswaffen? Ist schon diese grandiosen Waffen, die man immer erst, weiß nicht, richtig einsetzen kann, nachdem man, das war schon, nachdem man die stärksten Bosse im Spiel erledigt hat. Wie soll man Tales of the Abyss zurückdenken? Der ist wirklich schon alles. Jegliche an, weiß ich nicht, Bosskämpfen, was du machen kannst, erledigt und erst dann werden die Teufelswaffen stärker. Ja, geil. Wir damit machen den letzten Boss irgendwie hier voll einfach erledigen. Das ist das Einzige, was du noch machen kannst. Irgendwie schwachsinnig. Im New Game Plus tun ihre Effekte, glaube ich, auch nicht behalten. Wesensdaten machen können, wo ich glaube, doch im New Game Plus haben die ihre Effekte behalten. Also nicht, wenn mir nicht sicher,
glaube, die Kills tun irgendwie übergehen in einen nächsten Spielstand. Je mehr Kills man hat, so stärker werden die im Normalfall. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich glaube, in Tales of Hysteria gab es keine Teufelswaffen, ne? Oh, direkt zwei, ich muss direkt R2 drücken, damit ich nicht falsch. Boom. Schlitz. Ich glaub, wir schaffen sogar zwei Bosse hier in einen Part. Oh, ich mache einfach zwei. Das hat hier so auf den letzten Drücker irgendwie, deswegen der Mehrpart ist doch besser, ne? Mehrpart ist besser, oder? Aber ich glaube, so kurz wird der Part sowieso nicht. Ich glaube, für zwei reicht das nicht. Ich meine, so gerade eben, aber boom. Gut, Boss, den machen wir fertig. Oh, meine Nase, ich muss gleich voll niesen, oder? Ich hier, da. Okay, hier ist nichts, hätte ich gedacht. Unser Portal. So, hallo, du siehst aus wie den einen Drachen, die meinen Tales of Hysteria begegnet sind, nur als eine andere Farbe, glaube ich. Waffen, ja. Ist er nicht? Ist das nicht der Name von denen gewesen? Warte mal, ich bin unbesiegbar. Komm her. Die ersten 7 Sekunden oder so bin ich unbesiegbar. Na, komm her. Okay, gut, Eisen. Und da könnte ein bisschen schwierig werden, der Gegner. Ah, Schwäche, Wasser. Ich will Magilo mit reinnehmen. Sehr gut. Kann ich sowieso auswechseln. So, Eisangriffe bitte. Du hast einen Drachentöter ausgerüstet. Der gibt mir, glaube ich, mehr Angst auf gegen Drachen. Das würde der Name gar keinen Sinn machen. Oh ja, muss ich mit dir drauf hauen, Velvet. Aber du hast nur ein Dings. SG. Nicht SG, SA, was weiß ich. Seele, mein Gott. Klingt irgendwie nix. Und ich hau dich mit mich selbst kaputt. Pff. 5000. Er hatte 5000 AP. Wie kann er so schnell frecken? Ich verstehe das nicht. War meine Seele. Meine Seele. Oh, ich kann Indignation einsetzen. Boah, du willst mich verarschen. Jetzt ist er betäubt, ist geil. Sehr gut. Und schon sagen, ey. Oh, sieht cool aus mit den riesen Drachen da drinne. Ist das Indignation? Nein, nicht die Feuerangriffe, verdammt. Hey, ich muss mal kurz fokussieren. So, und boom. Ich war eigentlich nur eine Seele, aber jetzt krieg ich ja zwei. Boom. Ach, ja. Ich habe nicht irgendwelche Wasserangriffe gerade haben. Sehr eine Klaue. Der ist gar nicht so schwer eigentlich. Oh, danke. Aber ich dachte, ich bin, wie nennt man das, uns staggerbar. Kann jetzt voll Spaß nicht. Abtraumklaue. Schlitz, schlitz, schlitz und wegwisse. Haha, Ventil von Wächter und Lanze. Ach ja, wir kriegen am Mystikart. Muss ich auch mal irgendwie gucken, wie ich die einsetze, ne? Duales mystisches Art Magilo und Eleanor. Wann lernen wir denn ja einsetzt, ey? わかったでしょ。カノヌ氏による鎮静化は避けられぬ運命。抵抗しても無駄なのです。なぜ無駄だと言い切れるの？ひょっとして
Mit ein paar mehr kryptischen Worten. Ja, wer Systeria gespielt hat, der weiß das. Wenn seine Sonnenbrille abnehmen soll, als du diese Entdeckung gemacht hast. わたしたちが天界を離れたのは数万年も前のこと。今地上にいる精霊のほとんどは降下の後に生まれた過去の制約を知らないものたちですから。待って、過去の制約って何なの？知りたければ進むしかないみたいね。 Oh, kein Ding. Immer noch so ein Tüchlein hier als Kostüm, Badetuch, Handtuch, mein Gott, oder Katztuch heißt das einfach nur, ne? Also Quellen, weißt du, was lustig wäre? In ein Katzentuch eingewickelt und dann im Kreis herumgeschleudert zu werden. Hör auf mich nachzuahmen. Hi, mach einen Teleporter bitte. Boom. Ich weiß immer noch nicht, was die anderen beiden Optionen machen. Aber okay. Gut, wir sind jetzt in der 6. Kammer. Und gut. In der 6. Kammer. Gucken wir schon mal, was da ist. Schatztruhen, geil. Perfekt. Jetzt könnte ich eigentlich hier reingehen und schon direkt weitermachen. Aber was soll's, machen wir im nächsten Part. Hallo. Ich habe jetzt eigentlich nicht geplant, so weit zu kommen. 20 Minuten, perfektes Bollwerk. Wo ist das? Ja, du hast noch nicht das aus. Langgeschwindigkeit von Ausrüstung. Da bringt es irgendwie nicht so. Aber obwohl dieser Effekt, den weiß ich nicht. Bringt es nicht irgendwie so. Aber es gibt noch mehr Verteidigung, mit der du mit einem Schlag weg bist. Mondstürme. Neue Waffe. 20, also Seltenheit. War kurz, weil die mondnächsten Stürme erfolgen, Mondnächten Stürme hervorrufen sollen. Ja, bis vor 30. Okay. Warum nicht? Waffen sind das Einzige, weil ich noch nicht so neue Sachen mäßig habe. Aber meine ganzen namenlosen Sachen müssen auch noch alles hochgelevelt werden. Da hatte ich schon wieder. Ey, ich elementarer Schaden, Fähigkeit gegen Drachen. Ja, das hier gibt nur Angriffskraft, merke ich. Nicht schlecht. Wollen wir mal einen Sneak Peek hier machen. Ja, empirischer Thron, das sind neue Monster. Hi, gegen die kämpfe ich jetzt nicht. Die werde ich wahrscheinlich auch im nächsten Part nicht bekämpfen. Wir müssen ja so oder so gegen welche kämpfen. Also wir sind 11 Truhen. Ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann diese Ebene hier und kommen dann wieder ein bisschen weiter. Findet ihr keine Truhe? Gut, dann gehen wir raus und speichern. Alles klar, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder vorbeischauen würdet. Lasst doch bitte ein Abo, ein Like oder einen Kommentar oder so, um den Kanal weiterzuhelfen. Okay, das wäre schön. Danke und bis zum nächsten Part. Hoffentlich. Tschüss.